Ja, in welchem Raum wird denn heute das Ganze stattfinden? Also es ist so, ich habe hier in der Wohnung mit Familie auch mal gelebt. Und erst als wir wollten hier einziehen, haben wir gedacht, was, wie, wir haben nur gehört davon, ein Zimmer, also eine Küche, große Küche und zwei Zimmer ist zu klein. Aber als wir dann herkamen, haben wir festgestellt, das ist ja eine riesen Wohnküche unten. Und das Schöne ist eben, dass es so ein bisschen loftartig ist, eine alte Werkstatt, und dass diese Küche eben so groß ist. Dass es wirklich eine richtige Wohnküche ist, mit einem Essbereich, mit einem Sofa, mit einer Küche. Und es ist ein schöner Raum, wo ich eigentlich immer gerne mit vielen Freunden auch gut koche, und man kann auch tanzen. Das ist eigentlich, es ist in einem Hinterhof gelegen, es ist irgendwie ein schöner, ruhiger Teil, irgendwie so eine kleine Insel hier in der Stadt, in der Südstadt. Und eigentlich fand ich die Idee von Robert da ganz schön, als die E-Mail kam, als er meinte, mal so Kultur an ungewöhnlichen Orten zu machen, einfach mal in dieses Zimmer anzubieten und in diesem Privatraum so eine Party zu feiern. Und ich habe gedacht, bin ich dabei. Also ich will das eigentlich so auf mich zukommen lassen und einfach mal schauen, was so für Leute kommen und ob da jetzt viele neue Gesichter auch sind oder ob das hauptsächlich Leute sind, die hier schon öfter mal waren und ja, Veranstaltungen dieser Art noch nie irgendwie erlebt. Nee, es ist ein bisschen was Neues. Ich stelle mir so ein bisschen was Herbstliches, Gemütliches eigentlich vor. Es gibt die Kürbissuppe. Einfach so, man kommt, hört sich das an, ist kurz in einer anderen Welt. Hört sich, bleibt vielleicht noch ein bisschen, lernt Leute kennen oder trifft Freunde, die man kennt, hört ein bisschen Musik und dann geht man vielleicht weiter oder man geht ins Bett oder keine Ahnung. Einfach eher was Gemütliches, Ruhiges. Okay, dann lassen wir das doch mal auf uns zukommen. Wir freuen uns. Ich wollte mich von meiner Diplomarbeit drücken. Ich bin dann immer zum Vorsprechen gefahren und habe mit dem Notebook im Zug gesessen und dann ist halt das dabei rausgekommen, was halt rausgekommen ist. Daniel ist blond, niedlich und hat rasierte Eier, die genau im richtigen Takt gegen Brigittes Arsch klatschen, wenn er sie von vorne nimmt. Daniel fickt prima und kann stundenlang. Daniel hat auch hinterher noch Zeit für einen Kaffee und ein Lächeln. Er tappt. Neger Joe hat aufgrund langjähriger Berufserfahrung sofort gesehen, dass es überhaupt keinen Mann gibt. Und außerdem weiß er, dass Brigitte nach Daniel schmachtet, dass sie sich für ihn schick gemacht hat und beim Friseur war. Na, verzweifelte Frau zwischen 50 und 60. Reiche Tante, Herr Kommissar. Teures Briefpapier. Wurde vermutlich betrogen oder verlassen, Herr Kommissar. Obduktion läuft schon. Tipp auf Alkohol und Tabletten, Herr Kommissar. Sehr gut, Wachtmeister. Beförderung kommt nächste Woche. Hier ist eine Visitenkarte. Schauen Sie sich mal nach einer Firma namens Happy Housewives um. Ah, leckt mich, denkt Brigitte. Auf zum Pool! Dankeschön. Dir ohne Eile frei von Zeit.